Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Felix Klavertz. Wie ihr seht, heute mal wieder eine kleine Ausgabe von Hashtag Hallo Felix. Und wie ihr seht... Okay. Hallo? Hä, Felix? Ja? Machst du schon dein neues Video? Ja, bin gerade beim Drehen. Kann ich mitmachen? Ja, sicher. Bin ich schon da? Okay. Hallo Leute! Und willkommen zu einem neuen Video von Felix Geklavert. Heute gibt es mal wieder ein Hashtag Hallo Felix, das Format, in dem ich eure Fragen beantworte. Und ich würde sagen, los geht's. So, und der liebe David Christoph fragt, Hashtag Hallo Felix, ist es eigentlich aufwendig, die ganzen Videos zu drehen und zu schneiden und sowas? Und ich kann nur eins sagen, ja, ist es. Es ist einfach total schwer, regelmäßige, qualitative Videos zu machen. Und deshalb, ja, es ist ziemlich zeitaufwendig. Beim Video Back in Life zum Beispiel habe ich einfach, glaube ich, circa 20 Stunden nur mit Schneiden verbracht. Und das ist wirklich richtig lange. Nächste Frage. Und die liebe Nina Animilauer fragt, Hashtag Hallo Felix, was wird aus Narnia? Was wird aus Narnia? Narnia! Ja! Ja! Narnia! Ja! Ja! Als Nina Anime Lover, deine Frage ist, wie würdest du dich selbst zeichnen? So, und der liebe Marco Kness fragt, Hashtag Hallo Felix. Hast du irgendwas in der Longboard Downhill Beziehung, das ist Freeride zu machen? So, und der liebe Two Arrows fragt, warum kommst du eigentlich so lustig rüber? Und dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Und ja, es begann vor langer, langer Zeit, als Mammuts noch Mammuts waren. Und wir unser Essen noch selbst erlegen mussten. 2000 Jahre später. Und es ist eigentlich ganz einfach. Du musst einfach sein wie ich. Behindert! So, und der liebe Grandplay HD fragt, was dein Schneideprogramm? Ich verwende Magic Suite Deluxe 2016 Plus und... Ja, ich muss wirklich sagen, es ist eigentlich eher ein Anfängerprogramm. Ja, Anfängerprogramm, man kann schon einiges damit machen, aber es kommt natürlich nicht zu Programmen wie Premiere Pro oder Sony Vegas hin. Aber es ist schon einiges damit machbar, wie man so bei meinen Videos so sieht. Okay. So, und der liebe HockeyGod24 fragt, Hashtag Hallo Felix, machst du mal ein Abonnententreffen? Nein. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wie du weißt, hat Felix erst knappe 200 Abonnenten. Und ich meine, bei 200 Abonnenten zahlt es sich da wirklich aus, ein Abonnententreffen zu machen. Ich glaube eher weniger und deshalb, nein. So, und Blauapfel1 fragt, was ist die Quadratwurzel von 2374 und wie schwer ist der Mond in Kilogramm? Die erste Frage ist ja relativ einfach. Denn jeder weiß, dass 42 die Antwort auf alles ist und also muss auch bei dieser Rechnung stimmen. Oder ist 42 doch nicht die Antwort auf alles? Lass mich kurz nachdenken. Nein! Wie kann das sein? 42, das ist doch immer die Antwort auf alles. Aber in diesem Fall nicht. Die Antwort ist 48,723710860. 603193... und so weiter. So sieht's aus. Und wie schwer der Mond in Kilogramm ist, willst du wissen? Das ist ganz einfach. Ich muss einfach hinreißen und nachschauen, wie schwer er ist. Puh. 12 Sekunden später. So, jetzt bin ich hier auf dem Mond, aber wie schwer ist er jetzt? Also ich würde sagen,
7,3483 mal 10 hoch 22. So, zurück auf der Erde geht's jetzt weiter mit meiner absoluten Lieblingsfrage dieser Folge. Und zwar von ChrisMeiner55. Hashtag Hallo Felix, wie alt warst du mit 12? Und wir haben es heute schon einmal gehört. Die Antwort auf alles ist 42. Also war ich mit 12, 42. Ganz einfach. Ich bin raus. So Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Checkt alle Links aus, die unten so in der Infobox drin sind. Stellt mir jetzt weiterhin wieder Hashtag Hallo Felix Fragen und nicht vergessen den Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Und, oh. Hey. No, no, no.